Miteinander im Gespräch hat sich heute ein ganz spezielles Thema vorgenommen. Mein Name ist Theo Rombach, ich begleite die Medius-Kliniken seit vielen Jahren und bei mir sitzt Dr. Klaus Kraft, der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Medius-Kliniken. Dieses spezielle Thema heißt minimalinvasive Chirurgie. Dr. Kraft ist da schon einer der Pioniere, schon sehr lange minimalinvasiv unterwegs, sage ich mal. Wir Laien kennen das oft unter dem Begriff Schlüssellochchirurgie. Das ist ein sehr plastischer Begriff, indes ich habe kein Schlüsselloch. Die Frage, Herr Dr. Kraft, ist, wie funktioniert das jetzt eigentlich wirklich? Weil viele reden darüber, wenige wissen, wie es wirklich funktioniert. In der Tat gibt es sehr viele Begriffe für diese Art des Operierens und ein paar von denen, das haben Sie gerade schon erwähnt, sind eher irreführend und deswegen würde ich sie auch gar nicht so gern vermeiden. Ich kann es gleich ein bisschen erklären und zwar den Schlüssellochchirurgie. Und das ist deswegen irreführend, weil die Patienten oft unter der Vorstellung stehen, dass wir durch ein Schlüsselloch schauen. Und dann folgert sehr schnell, dass man da nicht viel sehen kann, weil wenn einer durchs Schlüsselloch guckt, dann sieht er ja im Normalfall weniger, als wenn er im Zimmer drin ist. Und das ist schon mal die erste grundsätzliche Fehlvorstellung. Zwar kann man das Schlüssellochchirurgie nennen, aber es ist so, dass wir durch ein Schlüsselloch kommen und dann im Raum sind mit unserer Kamera, sodass wir nur das Schlüsselloch als Eingang benutzen, aber nicht zum Reinschauen. Aber vielleicht muss man es ein bisschen weiter spannen und erstmal den Bauch als solches erklären. Diese Schlüssellochchirurgie hat sicher ihren Ausgang in der Bauchhöhle gefunden, weil die Bauchhöhle einfach ein Raum ist, in dem man sehr gut dieses Minimalinvasive umsetzen kann. Sie müssen sich allerdings davor schon mal vorstellen, dass die Bauchhöhle ein Raum ist, der eigentlich normalerweise immer voll angefüllt ist. Da gibt es keinen leeren Platz. Also der wird immer sofort gefüllt. Da ist der Darm drin, da ist die Leber drin, da sind andere Organe drin, die wir da im Bauch haben. Und es gibt keinen Hohlraum für sich. Das heißt, wenn wir in diesem Bauch etwas sehen wollen, dann müssen wir zunächst diesen Raum uns schaffen. Und das machen wir, indem wir Luft in den Bauch bringen. Oder ganz genau gesagt ist es keine Luft, sondern es ist Kohlendioxid. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir im Bauchraum dann auch bei unseren OPs mit Strom arbeiten und deswegen... Das heißt, Sie blasen uns eigentlich auf? Wir blasen den Bauch auf. Das hört sich etwas dramatisch an. Vor allem, man muss schon dazu sagen, dass das Aufblasen, wenn wir das beim wachen Patienten machen würden, dann müssten wir tatsächlich mehr oder weniger wie bei einem Reifen mit mehreren Atü aufblasen, weil wir haben so eine Muskelspannung und einen Widerstand, dass wir da sehr viel Druck aufbringen müssten. Aber diese Methode findet praktisch immer in einer Vollnarkose, das heißt in einer Narkose, bei der der Patient muskelentspannt ist, statt. Und wenn dann die Bauchmuskulatur dementsprechend entspannt ist, dann brauchen wir nur ganz wenig Gas. Es sind normalerweise 2 bis 3 Liter, um den Raum zu schaffen, in dem wir uns dann bewegen und in dem wir auch was sehen. Und das funktioniert unabhängig davon, wie dick, wie dünn, wie sportlich, nicht wie ganz alt. Natürlich. Das ist schon wie, wir Menschen sind im Bauch genauso unterschiedlich wie außen. Das heißt, so wie wir alle anders aussehen, sind wir auch innen alle anders. Und es ist klar, dass jemand, der zum Beispiel sehr dick ist oder jemand, der sehr nachgiebige Bauchdecken hat, zum Beispiel im Extremfall nach einer Schwangerschaft, da gibt es viel leichter und mehr Platz zu schaffen als bei jemandem, der jetzt von mir aus durchtrainiert, schlank ist. Aber am Ende ist es immer der gleiche Gasdruck. Es sind bei uns 12 mm Quecksilbersäule. Das ist wahrscheinlich für die meisten ein böhmisches Dorf. Aber es ist so, dass wenn Sie husten oder niesen, dann haben Sie Drucke von weit über 100 mm Quecksilbersäule. Sprich, dieser Druck, den wir da haben, der ist nicht einmal 10% von dem, was Sie beim Husten und beim Niesen jeweils immer, vielleicht so ein bisschen explosionsartig, aber trotzdem im Bauch als Druck aufbauen. Und was ich nur vorher noch nicht zu Ende geführt habe, warum nehmen wir keine Luft? Das heißt, es darf das Gas, was wir in die Bauchhöhle bringen, darf nicht explosiv sein. Das heißt, es muss ein Gas sein, das sich nicht entzünden kann. Und da gibt es verschiedene Gase. Aber so wie bei allen Dingen heute ist es immer wichtig, dass es erstens günstig oder billig, darf man ja nicht sagen, aber günstig ist. Das heißt, man muss es gut bekommen können. Es muss der Körper schnell abbauen können.
Also da muss vertraut sein mit dem Gas. Und es sollte, wie gesagt, halt nicht entzündbar sein. Und da eignet sich in idealer Weise das Kohlendioxid, weil der Körper das auch beim Atmen immer produziert. Das heißt, wenn wir mit Kohlendioxid im Bauch arbeiten, ist es auch für den Narkosearzt nicht jetzt ein zusätzliches neues Gas wie Argon oder gibt verschiedene teurere Gase, die man nehmen könnte, aber die dann die nicht entzündbar sind, aber Argon gehört nicht einmal dazu. Jetzt nehmen wir mal an, der Patient ist sozusagen aufgeblasen, Sie haben Platz im Bauchraum. Ja. Wie kommen Sie jetzt rein? Vielleicht noch ein Wort zu diesem Aufblasen. Deswegen halte ich jetzt nämlich auch schon diese Nadel hier in der Hand. Es ist so, dass dieser erste Schritt, dieses Aufblasen, also wenn man in den Bauch das Gas reinbringt, über eine spezielle Nadel stattfindet im Normalfall. Diese Nadel, das sehen Sie auf die Entfernung sicher nicht, aber die ist an einer Stelle spitz und hat aber wie einen Stempel, der davor fährt, sodass, wenn ich die durch die Bauchdecke durchbringe, dann ist die spitze Stelle vorne, solange ich auf Widerstand stoße. Und sobald ich innen ohne Widerstand in die Bauchhöhle komme, soll dieser stumpfe Kegelstempel vorkommen und praktisch innen vermeiden, dass da irgendwas mit der Spitze verletzt wird. Man muss sich immer vor Augen halten, dass dieser erste Schritt eigentlich blind stattfindet. Wir punktieren den Bauchraum, ohne dass wir wissen, was auf der anderen Seite ist. Und deswegen müssen wir da ganz besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit wir nicht bei diesem ersten Schritt irgendwas verletzen. Später, wenn also der Bauch aufgeblasen ist, dann bringen wir über den ersten Stich, der meistens am Nabel erfolgt, oder in der Gegend des Nabels, bringen wir einen sogenannten Drokar ein. Ich darf mal einmal schauen, ob ich Ihnen einen zeigen kann. Und zwar sind es Hülsen. Die sind im Normalfall in etwa so dick oder im Durchmesser wie ein Kugelschreiber, wie ein schlanker Kugelschreiber, 5 mm. Und diese Hülsen, die sind innen hohl. Und wir haben zu Beginn der Operation einen scharfen Spieß, den wir praktisch hier reinbringen, der vorne auch dann ein Stück rausguckt. Und über diesen bringen wir jetzt den ersten sogenannten Drokar durch die Bauchdecke in den Bauchraum, damit wir durch diese Drokare dann als allererstes natürlich die Optik, also die Kamera, einbringen können und dann in der Folge auch Instrumente, mit denen wir im Bauchraum arbeiten. Und wie gesagt, diese Drokare, das ist jetzt ein Metalldrokar, den man dann auch wiederverwenden kann. Wenn Sie also viel operieren, dann lohnt sich das und ist günstiger, mit so wiederverwendbaren Drokaren zu arbeiten. Die müssen dann strenge Kriterien erfüllen. Das heißt, die müssen in alle ihre Einzelteile zerlegbar sein. Das kann ich Ihnen jetzt angedeutet vorzeigen. Da sind innen dann Ventile drin, mit denen also ein Klappenventil. Da gibt es unterschiedliche Drokare, aber auf jeden Fall ist das eine Grundvoraussetzung, dass Sie ganz sauber wieder immer in den OP kommen. Also um bei diesem falschen Begriff Schlüsselloch zu bleiben, ja. Sie gehen mit dem Drokar durch das Schlüsselloch in die Bauchhöhle, ja. Aber dann, ja, führen Sie als erstes die Kamera ein, ja, und damit befinden Sie sich eigentlich im Zimmer, ja, sozusagen, also haben dann auch volle Sicht. Ich vergleiche in der Tat sehr gern den Bauchraum vom Patienten immer mit einem Zimmer, und in diesem Zimmer wollen wir was arbeiten oder was sehen. Und jetzt haben Sie die Wahl, entweder Sie bleiben draußen vor dem Zimmer und machen eine bis zwei große Türen auf, das wäre der offene Schnitt, dann sind Sie immer noch außerhalb, aber wenn Sie die Tür sehr weit aufmachen, sprich einen sehr großen Schnitt machen, dann sehen Sie auch wieder relativ viel in dem Zimmer. Aber wir kommen durch Schlüsselloch mit der Kamera in dieses Zimmer rein und sind dann mitten im Zimmer. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Optiken, also die an der Kamera dran sind, dass die im Normalfall Winkeloptiken sind. Das heißt, mit denen kann man um ein Eck schauen. Das gibt 30 Grad, 45 Grad, 70 und so weiter. Das ist so ähnlich wie beim U-Boot, wo Sie dann am Ende mit einem Periskop eigentlich auch um ein Eck schauen können. Und das garantiert eigentlich, dass wir eigentlich immer mehr sehen, als wir bei jeder offenen Operation sehen könnten, egal wie groß bei der offenen OP der Schnitt gemacht wird. Jetzt stelle ich mir das laienhaft so vor, naja, jetzt ist er in der Bauchhöhle, aber da ist aber wahrscheinlich Blut, da sieht er ja nicht so furchtbar viel. Ja, das ist in der Tat überraschend, dass wir bei diesen Eingriffen
ganz wenig bis manchmal gar kein Blut haben. Das hängt also erstens damit zusammen, dass wir eben kein großes Trauma, keine große Wundfläche schaffen. Und dann kommt aber noch ein zweiter Faktor, den haben wir auch noch nicht erwähnt, und zwar diese Optiken und die Kamera, die vergrößern das, was wir sehen, um das 3- bis 4-fache, je nachdem wie nah oder wie weit wir von dem Objekt weg sind. Und durch diese Vergrößerung haben wir einen viel präziseren Blick und wir können im Körper die Schichten, in denen jeder Mensch aufgebaut ist, ideal erkennen und uns in diesen Schichten bewegen, sodass wir eigentlich viel weniger Trauma, sprich auch Blutungen, verursachen. Das gelingt vor allem, wenn ein Patient jetzt nicht voroperiert ist oder schwere Entzündungen hat, oft so, dass die Patienten bei einer Operation weniger Blut verlieren, als sie von mir aus bei der Laborkontrolle und der Blutabnahme wegbekommen haben. Also das ist auch ein absolutes, eine Grundvoraussetzung für diese OP, dass man eigentlich immer trocken und ohne Blutung arbeitet, weil in der Tat das Operieren, wie Sie schon sagten, schwieriger wäre, wenn dann immer auf die Kamera oder auf die Optik Blut drauf spritzen würden. Also wenn man nicht sowieso schon so operiert, wird man bei dieser Methode dazu erzogen. Jetzt sind Sie ja erst im Zimmer drin und können sich umschauen, aber operiert ist da ja noch nicht. Nein, das ist richtig. Also ich muss noch einmal wieder einen Schritt zurückgehen, weil damit ein Patient auch weiß eigentlich oder versteht, warum machen wir diesen Aufwand. Und Aufwand ist es, weil Sie sehen schon an den kleinen Auswahl von Instrumenten, die ich jetzt hier schon in der Hand hatte, dass es schwieriger ist oder aufwendiger ist, als wenn Sie jetzt von mir aus einfach, sprich mit Messer und Gabel mehr oder weniger operieren. Das ist billiger und einfacher. Aber wir haben gelernt, dass der Patient im Wesentlichen darunter leidet, wie wir in den Bauch reinkommen. Das heißt, wenn wir einen großen Schnitt machen, also ein großes Trauma in der Bauchdecke, dann ist fast egal, was wir im Bauch drin operieren, dann ist der hinterher kaputt und auch eben traumatisiert, wie man so schön sagt. Wenn wir aber mit diesen kleinen Stichen durch die Bauchwand gehen und die Bauchwand dadurch im Wesentlichen intakt lassen, dann können wir in der Bauchhöhle manchmal stundenlang operieren und der Patient hat es kaum irgendwie belastend wahrgenommen. Und das ist dieser entscheidende Unterschied zwischen offenem und minimalinvasivem Operieren für den Patienten. Und deswegen lohnt sich dieser ganze Aufwand, weil wir wissen, dass in ganz vielen Aspekten der Patient durch diese Operationsweise ein geringeres Trauma bekommt. Und darum geht es ja am Ende eigentlich, weil wir machen ja, ich sage Patienten immer, wir machen, bei jeder Operation werden sie als Patient zunächst einmal verschlechtert. Und was wir machen können, ist eigentlich nur diese Verschlimmbesserung zu minimieren mit unserem Minimalinvasiven. Aber zunächst geht jeder mal einen Schritt zurück bei jeder OP, bevor er dann hoffentlich mehrere Schritte vorangeht, wenn man einen guten Grund gehabt hat für die OP. Aber es gibt keine Operation, die Sie nicht in irgendeiner Weise traumatisiert. Okay, das heißt, Kamera ist drin. Was brauchen Sie noch, um zu operieren? In dem Moment, wo die Kamera, also die Optik im Bauchraum ist, beginnt eigentlich auch das sichere Operieren. Das heißt, dann mache ich alles unter Sicht und damit auch unter Kontrolle. Ich bringe dann weitere sogenannte Trokare ein. Im Normalfall sind es dann eben mindestens 2, nämlich für meine linke und rechte Hand. Ich habe dann ein Auge, das ist der erste Trokar mit der Optik und dann habe ich 2 weitere Trokare mit linker und rechter Hand. Und das ist sozusagen die Minimalbesetzung, die ich brauche, wenn ich irgendwas machen möchte das im Bauchraum. Drei. Jetzt eigentlich haben aber, 3 Trokare. Haben ja auch Sie bloß 2 Hände? Sprich, ja. Sie machen das immer, so, in jedem Fall zu zweit? Ja, das sind also eigentlich immer 2 Operateure. Es gibt verschiedene Wege, wie man da drum rumkommt. Es gibt so Roboterarme, die das auch führen, sprachgesteuert und so weiter. Aber ich habe auch hier immer schon die Devise gehabt, der beste Roboterarm ist nur so gut, wie der Assistent schlecht ist. Das heißt, also immer besser, wenn Sie einen Menschen dabei haben, der Ihnen das menschlich hilft, da würde ich nie davon abgehen wollen. Und aber ein großes Handicap bei diesem Eingriff für den Operateur ist natürlich, dass er sein Auge weggibt. Das heißt, ich kann nimmer selbstbestimmt da hinschauen, wo ich hinschauen will, sondern ich muss mich auf den Assistenten verlassen. Das hat natürlich in der Folge dann für den Assistenten wieder die Konsequenz, dass der immer konzentriert dabei sein muss, was auch ganz toll ist, weil er zu jedem Zeitpunkt immer genau das Gleiche sieht, wie ich das sehe. Das heißt, wir sehen ja dann das, was da aus dem Bauchraum über die Optik und die Kamera aufgenommen wird, sehen wir auf einem Monitor. Und diesen Monitor kann im Prinzip jeder, der im Operationssaal ist, verfolgen.
Jetzt können Sie, wir schauen uns das nachher mal an, wie sowas aussieht. Sie sehen es auf dem Fernseher, ich stelle mir das vor wie ein Fernseher. Genau. Bei einem Fernseher ist es ja so, Sie sehen zweidimensional eigentlich. Ja. Also die Entfernung und auch die Größe von dem Teil, das Sie da jetzt operieren wollen, das ist ja so für den Laien nicht so richtig vorstellbar. Woher wissen Sie eigentlich, was Sie da vor sich haben? Ist das eine reine Erfahrungssache? Das ist eine Erfahrungssache und das war ein großes Handicap. Allerdings gibt es in der Zwischenzeit seit einigen Jahren bereits 3D-Kameras. Die haben natürlich, wie Sie sich vorstellen können, auch wieder ihren Aufwand und ihre Tücken. Und deswegen, wenn Sie sich schon einmal an 2D-Operieren gewöhnt haben, das heißt, diese ganzen Handicaps erlernt haben, dann ist Ihnen oft der Aufwand des 3Ds und auch der Preis, weil das ist, macht die Sache noch teurer, oft zu viel. Aber es ist schon für Leute, die das nicht gewohnt sind, gibt es 2 Schwierigkeiten. Also das erste ist bei dieser Operationsweise, wie ich immer sage, die sogenannte Hand-Augen-Entkopplung. Das heißt, normalerweise habe ich etwas in der Hand und schaue da drauf, wenn ich jetzt daran irgendwas machen will. Wenn ich jetzt diese OP-Weise mit der Kamera habe, dann muss ich eigentlich auf den Monitor schauen und habe dann das in der Hand und sehe oben auf dem Monitor, was ich da in der Hand mache. Das heißt, das Auge guckt nicht mehr dahin, wo eigentlich die Hand arbeitet. Das ist, sage ich mal, für die junge Generation kein so ein großes Problem mehr heute, weil die mit Videospielen und ähnlichen Dingen aufwachsen. Und da ist genau diese Qualität gefragt. Das Zweite ist in der Tat, wenn Sie einen Bildschirm haben, wo alles in einer Ebene, also zweidimensional abgebildet wird, dann haben Sie manchmal Probleme, wenn Sie in diesem Bildschirm eine Nadel haben, zum Beispiel zu erkennen, guckt die Nadel auf mich zu oder guckt sie von mir weg. Und wenn ich sie fassen muss, muss ich sie entsprechend einstellen. Aber das sind natürlich genau die Dinge, warum dieses Operieren ist sicher schwieriger zu erlernen. Deswegen hat es auch leider relativ lang gedauert, bis sich das etabliert hat. In der Zwischenzeit, denke ich, sind wir soweit. Ich habe es dieses Jahr, ist tatsächlich so, dass ich das jetzt 30 Jahre mache. Also das ist wirklich sehr lang, seit 1991. Und das waren lange, viele Jahre eben so, dass man da tatsächlich einsam war, weil eben viele das gescheut haben, dieses neue Lernen wieder. Und das ist auch nicht so einfach, das ist keine Frage. Aber wenn man es kann, ist es auch nicht anders wie, sag ich mal, wie wenn Chinese mit Stäbchen isst und wir mit Messer und Gabel, wenn man damit aufwächst, ist es nicht schwierig. Und in den Mediskliniken ist das kein, können das nur Sie haben, sondern nein, das ist Ihr Team? Ja, ja, also das sind jetzt welche, wir sind jetzt seit 17 Jahren hier in Nürtingen und auch seit 8 Jahren in Ruid, Kirchheim auch schon über 10 Jahre. Und im Prinzip sind von meinen Oberärzten sind einige dabei, die schon seit 17, 16 oder 15 Jahren dabei sind und die natürlich das auch können. Es ist unterm Strich sicher so, dass wie bei jedem Handwerk, je öfter sie sowas machen, desto besser können sie es. Das ist eigentlich bei uns ein klarer Zusammenhang. Und deswegen müssen wir eigentlich im Idealfall auch immer operieren und üben und üben. Dann so. Glaubt es. Viel geredet, jetzt wollen wir vielleicht mal kurz anschauen, wie das gerne, ja. Dann also, im Bauchraum aussieht. Der Dr. Kraft hat da was mitgebracht. Und zwar habe ich ja eigentlich nur eine kurze Sequenz, in der man einfach einmal im Bauch rumschaut. Vielleicht sollte ich noch kurz davor erwähnen, von wo aus wir schauen. Das heißt, genauso wie wenn Sie in dieses Zimmer jetzt einen kompletten Überblick bekommen wollten, dann würden Sie das am liebsten hier irgendwo in der Mitte an der Decke machen. So wie wir hier die Lampen aufhängen, wird man auch eine Überwachungskamera wahrscheinlich da oben hinhängen. Dann sieht sie nämlich jeden Winkel und am besten. Und deswegen würden wir auch bei den meisten Patienten immer in der Nähe des Nabels, das ist sozusagen die Decke und die Mitte des Bauchraums, unseren ersten Kameradrucker einbringen. Wir können dann die Kamera auch versetzen in andere Druckare. Aber das, was ich da jetzt normalerweise sehe, ist dann immer vom Nabel aus und dann kann man einmal nach oben schauen und dann kann man einmal ringsrum mit der Kamera bis in den Unterbauch gucken und das haben wir hier jetzt im Prinzip auch da drauf. Das heißt, wir sehen jetzt auf diesem Film zunächst hier mal den Magen und die linke Leber. Oben wäre das Zwerchfell, man sieht, wenn man genau hinschaut, wie das Herz pocht. Und dann gehen wir in den rechten Oberbauch, das ist die rechte Leber. Und das Zwerchfell nach oben. Es gelingt einem auch bei der Operation sehr viele Dinge zu sehen. Also da möchte ja nicht immer was Krankhaftes finden. Aber das sind viele Dünndarmschlingen, die da drin sind. Und jetzt sind wir bereits im Unterbauch.
Und vielleicht haben Sie auch erkannt, dass wir jetzt einmal die Kamera von unten nach oben den Winkel gedreht haben. Das ist die linke Leiste. Dazwischen ist die Harnblase. Hier ist die rechte Leiste. Und ich drücke da mit dem Finger von außen durch die Bauchwand. Das kann man so ein bisschen sehen, weil man da eben drauf drückt. Und dann sieht man auch das, was hier zur Debatte stand, nämlich das Loch von innen. Das ist ein sogenannter Leistenbruch, den wir da operiert haben. Das sind Löcher in der Bauchwand, die wir jetzt in unserer Methode von innen zumachen. Aber wie gesagt, bei der Gelegenheit ist es auch immer möglich, sehr viele Dinge im Bauchraum zu sehen oder auch zu untersuchen, wesentlich besser oft, als wir das mit all unseren modernen Computertomografien, Kernspinnen, Sonografien und was wir sonst an Methoden haben, weil das ja am Ende doch immer nur Methoden sind, die Dinge abbilden und dann interpretationsbedürftig sind, aber nicht so wie mit unserem Auge, wie wir es mit dem Auge natural sehen oder sogar wie in dem Fall noch 3-4-fach vergrößert. Wenn wir zusammenfassen, wo ist der Vorteil für den Patienten? Also für den Patienten gibt es sehr viele Vorteile. Das, was ich vorher erwähnt habe, das Minimieren des Traumas, ist wahrscheinlich der Überbegriff, der über allem steht. Wenn Sie weniger Trauma haben, brauchen Sie weniger lang, bis Sie sich wieder erholt haben. Das heißt, Sie sind schneller wieder einsatzfähig, Sie haben weniger Kurz- und Langzeitwirkungen, also dass Sie dann auch auf Dauer weniger Schmerzen. Das gibt ja auch bei Patienten, dass sie in den Narben Schmerzen bekommen. Das betrifft jetzt nur die Bauchwand. In der Bauchhöhle drin wissen wir, dass die offenen Operationen relativ viel Verwachsungen in der Bauchhöhle lassen, wohingegen das Minimalinvasive fast nie Verwachsungen lässt. Also nie darf man als Arzt immer nicht sagen, das gibt es nicht, aber fast nie. Und dadurch hat der Patient auch weniger Beschwerden, die in der Folge der Verwachsungen auftreten. Wir wissen zum Beispiel, dass 30% der Patienten, die wir wegen eines Darmverschlusses operieren, kommen wegen Verwachsungen. Das heißt, der Darmverschluss kommt wegen Verwachsungen. Und das sind Dinge, die dann alle komplett wegfallen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass wir bei 100 offen Operierten haben wir 15 Patienten, die dann hinterher einen sogenannten Narbenbruch bekommen. Das heißt, da verheilt diese Eröffnung der Bauchwand nicht richtig und es kommt zu einer Art Lochbildung, also ein Bruch, durch den dann der Darm nach vorne unter die Haut vorfallen kann. Also auch Dinge, die dann operiert werden müssen. Ich glaube, es sind um die 70.000 Narbenbruchoperationen, die derzeit in Deutschland jedes Jahr immer noch operiert werden. Und die sind im Normalfall in der Folge der noch immer stattfindenden offenen Operationen. Gibt es auch Nachteile vom minimalinvasiven Operieren? Die Nachteile sind wirklich sehr schnell zusammengefasst. Es ist so, dass diese Methode sehr viel mehr anwenderabhängig ist. Das heißt also, wenn Sie das nicht gut können, können Sie mehr kaputt machen, als wenn Sie das offen operieren. Und insofern ist das schon auch ein Nachteil. Das ist der eine Nachteil. Der zweite Nachteil, es ist kostenaufwendiger. Also es ist sicherlich keine Methode, die Sie jetzt einfach so in der dritten Welt einführen können, wo die Ressourcen begrenzt sind und wo man sich also mehr um das Essentielle kümmern muss, dass jemand von mir aus gar nicht genügend zu essen oder Nahrung hat, bevor man dann jetzt also eine Operationsmethode wählt, die ihn von mir aus schneller wieder zur Arbeit kommen lässt oder die ihm weniger Dauerschmerzen oder nochmal eine Operation verschaffen. Letzte Frage, kann man eigentlich alles minimalinvasiv operieren, ja, im Bauchraum oder gibt es bestimmte Sachen, wo Sie sagen, nee, also das geht jetzt nicht mehr? Nein, grundsätzlich kann man jede Operation minimalinvasiv durchführen. Es gibt einige wenige Eingriffe, bei denen es vielleicht vom Sinn beschränkt ist. Ich kann Ihnen das an einem einfachen Beispiel erklären. Wenn Sie jetzt einen Patienten wegen eines großen Tumors, der von mir aus, da gibt es Patienten, die haben kopfgroße Tumoren, operieren, dann macht es nur noch begrenzt Sinn, das minimalinvasiv zu machen, wenn Sie nachher so ein Loch brauchen, um diesen Tumor rauszuholen. Es kann trotzdem noch ein Vorteil sein und wir machen das oft in einer Kombination, weil wir, wie gesagt, besser sehen, besser in die Schichten operieren und eben auch im Bauch weniger Trauma haben bei dieser Operation. Haben wir gar noch nicht erwähnt, dass das vor allem natürlich für Krebspatienten einen ganz besonderen Vorteil darstellt, diese Methode, weil bei jedem Krebspatienten geht es ja immer darum, seine eigene Körperabwehr zu erhalten im
Kampf gegen den Krebs unterstützend zu erhalten. Und große offene Operationen sind eine enorme Schwächung des Immunsystems und werfen den Patienten so stark zurück, dass er oft dann auch gar keine Hilfstherapien wie Chemotherapien und so Dinge gleich bekommen kann, weil er seine ganze Kraft eigentlich erstmal auf die Heilung des Traumas verwenden muss, bevor andere Dinge überhaupt ins Blickfeld kommen. Okay, vielen Dank für diesen Einblick in das minimalinvasive Operieren. Sie können auf der Homepage der Medius-Kliniken dann verschiedene Filme finden über Krankheiten, die Sie vielleicht beschäftigen, wo minimalinvasives Operieren praktiziert wird, zum Beispiel bei der Galle, beim Leistenbruch oder bei der Divertikulitis.